So, Schatz, ich gehe raus. Ich freue mich schon aufs Frühstück. Oh. Was ist hier los? Oh, der Tyson hat mir wieder meine Schuhe geklaut. Oder wollte. Da liegt ein Schuh rum. Der ist nicht mehr da. Ich ziehe mir mal meine Schuhe an. So, Leute. Jetzt gehen wir mal die Tiere aufmachen. Zumachen wollte ich schon sagen. Oh, wer sitzt denn da? Im Augenwinkel. Mietja, guten Morgen. Nein, nein, bleib ruhig sitzen. Mein Kleiner, bleib sitzen, mein Kleiner. Ja, alles gut. Der sitzt hier immer. Sehr schön. Oh, wer schreit denn da? Oh, schaut mal hier. Wie schön, dass schon alles kommt. Man erfreut sich immer, wenn sowas, wenn der Frühling kommt, ne? Also uns geht es immer so. So, und hier sitzt die ganze Bande drin. In unserem kleinen Häuschen habe ich gestern eine Gans entdeckt. Die hat da gesessen. Aber ich glaube, die ist wieder aufgestanden. Die saß da. Die habe ich hier eingesperrt. Oh nein, nein, nein. Komm raus. Oh nein. Ja. Ich dachte, du sitzt. Oh nein. So geht das nicht. Eier verlassen, vielleicht sogar kaputt gedrückt. Ein Ärger mit denen. Die schreien hier auch schon. So, komm's raus. Große Prüfung, ne? Die andere, die habe ich hier. Und die mache ich jetzt auf. Und kann sie sich selber entscheiden, was sie will. Weil die muss ja vielleicht was essen oder so. So. Jetzt ich überlege, ob sie aufstehen will oder nicht. Mal gucken. Und die sitzen ruhig. Ja. Kann man das sehen? Oh nein, die hat auch nicht alle Eier bedeckt. Schade. Ihr seid dieses Jahr irgendwie doof. Jetzt gehen die mit großem Theater schwimmen. Oi, oi, oi. Was ist los? Und die will eigentlich sitzen und läuft doch rum. Will jetzt nicht von den Eiern weg. Ja, doof. So, dann gehen wir mal zu den anderen. Ein Ärger mit denen. Schön. Ja, ich freue mich da immer. Die kommen auch schon langsam. Hier. Die Tiere fressen die auch immer an. Die Gänse und alles. Hier, die haben wir ja gekauft. Ja, diese Schneeglöckchen. Die sind auch schön. Wunderbar. Sehr gut. So. Ronny. Na, was streunst du hier so rum? Hä? Hä? Bist du hier ganz alleine am Rumlatschen? Naja, komm, die anderen warten. Ich gebe mal eine kleine Runde.
und gucke, ob es allen Tieren gut geht. Hier die Kaninchen. Ja. Hier haben wir jetzt oben freigeräumt, weil hier oben ist frei. Und die Natalia wollte ein Kaninchen kaufen. So, das haben wir auch schon gemacht. Denen geht's gut. Wir bekommen gleich Futter. Wenn die Natalia gibt denen immer das Futter, das macht sie. So, und hier, die Bande wartet schon auf mich, die Ziegenbande. Wir brauchen Wasser, dann muss ich gleich Wasser holen. Na ihr, aufstehen. Kommt. Was hier los? Oi, erstmal was trinken. Mama ist direkt aufgestanden. Direkt, zack. Erstmal was saufen. Nicht schlecht. Oi, 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 oi. Frühstück. Ja, ich blockiere die Tür, hier warten die alle, dass ich hier abbaue, ne? Ja, wollt ihr raus? Dann kommt mal. Kommt mal alle raus. Ja. Kommt. Traut euch. Traut euch. Oh, so. Wer kommt? Was guckt ihr denn so ungläubig? Karamelka, komm raus. Kommt. Ja, die will direkt gestreichelt werden, ne? Karamelka. Na, dann komm mal her. Ja. Ja, jetzt gestreichelt worden. Du bist eine Liebe, hör mal. Hm? Du bist eine Liebe. Ob du schwanger bist, obwohl der Bauch ist riesig. Hm. Charlie trinkt auch erstmal. Ja, 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 ich mache euch auch auf. Alles gut. Hier die Hühner, die drücken sich schon an die Scheibe. Wunderbar. Ja, kommt. Kommt. Ja, kommt. Also ich muss euch wirklich sagen, ich genieße das. Ich finde das wunderbar. Wir hatten das vor 11 Jahren, ungefähr 12 Jahre ist das schon jetzt her, entschieden, in die Ukraine zu gehen. Und uns hier, da haben wir uns auch überlegt, gehen wir in die Stadt, in die Ukraine, oder gehen wir aufs Land. Und dann haben wir uns beide überlegt, ne, wir gehen aufs Land, möchten uns einen kleinen Hof aufbauen mit Tieren. Ja, seht ihr mal, guck mal hier. Die Puten, die sind direkt hier hinten immer. Da gibt es nämlich noch Essen vom Vortag. Das wissen die. Dann fressen die sich erstmal ein bisschen Futter an. So, und hier kommen die Kühner. Zieh gleich weiter. Jetzt gucken wir erstmal hier. Geht's euch gut? Guten Morgen. Ja, ja. Kommt mal raus. Sehr schön. Ja, und dann haben wir uns überlegt, wir ziehen hier aufs Land. Ich bin ja in Düsseldorf groß geworden und habe da eigentlich mit Landwirtschaft wirklich nichts zu tun gehabt. Ich habe zwar ein Handwerk gelernt, Zimmerer, und da habe ich mich auch keine Angst gehabt, dreckig zu machen oder sowas. Aber mit Tieren umzugehen und
zu melken und zu schlachten, das habe ich mir alles nach und nach angeeignet. Natalia kannte das schon, obwohl sie auch nie geschlachtet hat. Das hat eigentlich immer der Papa gemacht oder so. Aber so das Ausnehmen und so von den Tieren, das kannte sie schon. Ja, und wie gesagt, ich finde das ganz toll. Diese Natur, diese Ruhe. Man hat halt andere Arbeiten. Ne? In Deutschland war halt morgens aufstehen, frühstücken, zur Arbeit gehen. Und dann abends kam man wieder, war müde. Vielleicht sogar vor dem Fernseher gesetzt oder was gelesen. Ja. Und hier hat man den ganzen Tag irgendwie mit den Tieren Beschäftigung, mit dem Feld, mit der Natur. Ja, und das macht auch Freude. Und wir haben dann hier dieses Grundstück, wie das gewesen ist, das haben wir über eine Zeitungsannonce gefunden. Wir haben einiges an uns angeguckt und das wäre hier so mit am günstigsten. Hier vorne, da wo dieser Stall steht, hier, da war das alte Haus. Das sah fast genauso aus wie da drüben die Häuser. Das kann man sich so ganz gut vorstellen. So sah das aus. Und das habe ich dann umgebaut und habe das vergrößert. Das war 6x10 Meter und ich hatte das dann auf 10x10 Meter umgebaut und oben noch eine Etage draufgesetzt. Und leider ist uns dieses Haus dann abgebrannt, 2015. Und deshalb waren wir ein halbes Jahr im Ausland. Wir sind dann, weil das Oktober war, wo das abgebrannt ist und es war kalt, sind wir dann nach Thailand gegangen und haben in Thailand gelebt. Wir haben uns deshalb für Thailand entschieden, weil wir hatten ja auch keine Klamotten mehr. Das war ja alles verbrannt und für Thailand, da brauchte man keine Klamotten. Da konnte man schön mit ein paar leichten Sachen leben. Wir haben uns da eine Wohnung gemietet und ja, haben uns da erstmal ausgeruht von dem Schock. Aber das Grundstück hier hatten wir ja auch und da hinten, dieses kleine, da war noch die Scheune drauf gestanden. Und dann haben wir uns überlegt, dann gehen wir zurück und fangen wieder an. Das war vor 5 Jahren. Und da haben wir dieses Häuschen hier drauf gesetzt. Das war für den Ziegenstall. Oben ist auch noch Möglichkeit, Heu zu lagern, Lagerplatz. Und aus der Scheune haben wir dann nach und nach dieses Haus gebaut. Die untere Etage, deshalb seht ihr, unten sieht das auch noch so alt aus. Und wo wir frühstücken, ist noch so dunkel, weil das halt noch die alte Scheune ist. Die werde ich jetzt nach und nach herrichten, dass das unten auch heller wird, dass man unten auch einen schönen Wohnraum hat. Weil wir haben uns halt überlegt, wir machen erstmal oben die Etage fertig, dann kann man oben leben und unten renovieren. Also hier ist das so ein bisschen Leben auf der Baustelle, schon seit 11 Jahren. Hey, was machst du denn? Springst dir alle an schon. Ist das der Charlie? Nee, warte mal. Ja, Charlie, was ist das denn? Ist ja lustig. Und die sind alle so spielerisch. Elvis trinkt. Sehr gut. Jetzt prügeln die sich. Sehr schön. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Normalerweise müsste ich Video anhalten und zurückspulen, aber ich erzähle einfach mal weiter. Ja, und wie gesagt, nach und nach, dann haben wir hier so eine Scheune gebaut für Heu. Jedes Jahr ein bisschen. So viel wie Geld da ist, weil Geld verdiene ich ja normalerweise in Deutschland. Mit YouTube haben wir ungefähr vor 3 Jahren angefangen. Das war so ein bisschen Hobby für uns. Und auch, dass die Freunde so in Deutschland gesehen haben, was hier so passiert.
Ja, und jetzt haben wir gesehen, oh, mit YouTube ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht. Vielleicht können wir uns ein bisschen was verdienen. Und ihr habt uns auch unterstützt und geholfen. Und das ist einfach total nett, dass wir so eine schöne Gemeinschaft haben. Das macht uns richtig Spaß, auch eure Kommentare zu lesen. Und das macht einen richtig Freude, muss man sagen. Und so ein bisschen was verdienen wir jetzt auch. Das ist nicht viel. Ich muss weiter nach Deutschland arbeiten gehen. Aber es hilft. Da sind wir auch sehr dankbar dafür, dass ihr unsere Videos schaut und dass wir da so ein bisschen Werbeeinnahmen kassieren. Ja. Oh, hier hinter mir ist jemand gekommen. Hallo. Ah, Karamelka will gestreichelt werden. Du bist ja lieb. Sag mal den Zuschauern was. Eigentlich in die Kamera leben. Ich will echt gestreichelt werden, das ist unglaublich. Ich muss jetzt langsam rein. Die Natalia hat schon das Frühstück fertig. Ja, Leute, ich habe heute mal euch gedacht, ich zeige euch mal ein bisschen was hier mit den Tieren und so. Weil wir haben heute so entschieden, ich werde mir jetzt die Kamera ausleihen von Natalia. Und dann werde ich einen Film machen zum Schnaps. Wenn euch das interessiert, dann schaut den doch euch an. Und wenn nicht, ja, dann habt ihr noch ein bisschen auch die Geschichte von uns gehört und die Tiere gesehen. Und wir zeigen euch gleich noch ein bisschen was über das Essen. Ja, so war der Plan heute. Und wenn ihr Fragen habt über unser Leben, schreibt das in die Kommentare. Wir freuen uns immer, wenn man auf diesem Wege sich langsam kennenlernt. Und ja, wie gesagt, wir wollten auch in Zukunft mal so ein bisschen Stream machen, wie Natalia und ich uns kennengelernt haben, unsere Story, unsere Geschichte vor Ukraine, was wir da gemacht haben. Das ist auch sehr interessant und wir haben gedacht, wir machen das mal im Stream. Müssen wir jetzt vielleicht mal machen, vielleicht sogar Sonntag. Ich verspreche noch nichts, aber wenn, dann seht ihr das in den Benachrichtigungen. Da schreibe ich euch dann eine kleine Message rein. Und die Benachrichtigungen, die bekommt ihr, wenn ihr den Kanal abonniert. Also, abonniert den Kanal und vor allem drückt dann die Glocke, dass ihr dann auch die Benachrichtigung bekommt. Wenn ihr also nur abonniert und die Glocke noch nicht drückt, der Tyson, dann bekommt ihr das nicht. So, das legen wir mal hier hin. Gut, ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen was näher gebracht. Jetzt gehe ich mal rein, frühstücken und wir hören und sehen uns gleich weiter. Schatzi, guck mal, wie dick ich Butter da drauf schneide auf meinem Brot. Ja, aber lecker. Schön dick. Und für dich ist auch da ganz viel, ganz viel. Butter und Leberpastete, sehr lecker. Ich weiß gar nicht, was man isst. Das ist nicht nur Leber, ich habe alle Innereien gemacht. Herz, Nieren, Leber, weil das Tier so jung ist. Das schmeckt aber sehr gut. Schmeckt sehr lecker. Dann habe ich alle Innereien diesmal genommen. Leber, Herz, Lunge und Nieren. Ich denke, solche Pastete. Alles schon, mein Handy ist nicht klar. Ja, du musst dann die Linse sauber machen. Meinst du? Ja, 100%. Ja? Das musst du öfter mal machen. Aha, probier, Moment. Oh. Vielleicht klarer jetzt, ne? Und wir haben sogar Milch für Kaffee. Also, erste Mal habe ich heute mir ein bisschen Milch gegeben. Und dir auch. Ich nehme hier ein bisschen von der Pastete. Oh, ganz viel essen. Danke, Leben. Wie hast du die gemacht? Die erste Milch in den Kaffee getropft, mir getraut. Hast du da auch Zwiebeln reingemacht? Also, Rezept. 4 Zwiebeln gebraten im Schmalz. Lungen, Leber, Herz und Nieren gekocht erst im Wasser. Dann angebraten in Butter. Dann vermisch mit diesen gebratenen Zwiebeln Salz, Pfeffer nach Geschmack und gemahlen. Verstanden? Ja, aber viel Arbeit. Nur Arbeit. Arbeit aber schmeckt. Es gibt kein Essen ohne Arbeit. Du musst erstmal Brot backen.
Roggensauerteigbrot, dann musst du Butter selber machen, dann musst du Pastete selber machen. Erst dann darfst du dieses Brot essen. Mhm. Milch musst du melken, dann hast du Milch für den Kaffee. Mhm. Eier musst du braten. Brühe kochen. Und diese Pastete schmeckt sehr gut. Danke, mhm. Liebling. Rote Beete, Brühe, alles muss machen. Ja. Guten Morgen, mein Lieber. Heute gut geschlafen, weil ich nämlich heute um 5 Uhr morgens schon eine Rakete gehört habe. Schade. Ich höre die normalerweise immer, aber diesmal nicht gehört. Oh, sei froh. Weil ich konnte nämlich nicht mehr einschlafen. Oh. War vorbei. Hat geknallt, ne? Mhm. Sehr stark. Weil die abgeschossen wurde. Mhm. Das war ganz in der Nähe wahrscheinlich, wenn du die gehört hast. Irgendwo in der Nähe. Mhm. Sehr schmeckt gut. Und die Butter. Ich habe ein bisschen dick drauf, aber das muss man. Das muss man richtig genießen. Lecker. Draußen ist Regen die ganze Vormittag gewesen. No. Also was heißt Vormittag? Morgen. Weiter Regen. Die weiter sagen, Regen. Bis zum Ende dieses Monats wird regnen. Und wir sitzen hier beim Frühstück und gucken schon das nächste Video und gucken mal, was wir da noch so zeigen. Ja, dann reden wir immer noch drüber. Vielleicht, ich habe das schon vorher vorbereitet und Natalia kann dann noch mal was sagen, was ihr vielleicht nicht gefällt oder so. Mm. Normalerweise, mein Schatz macht alles gut. Ja. Er zeigt mir nur das Endprodukt. Ja, aber manchmal entscheidet man, welche Musik man nimmt oder so zusammen. Oder welche Reihenfolge. Vielen Dank. Sehr, sehr lecker. Schmeckt gut, ne? Heiße Brühe dazu, ne? Sehr lecker, diese Pastete. Oh, Diaco, ja. Die ist diesmal ein bisschen mehr fester. Manchmal machst du die cremig. Ja. Kommt halt drauf an, ne? Ja, je nachdem, wie viel Wasser man dazu getan hat beim Vermischen. Aber ich habe gedacht, lässt man so ein bisschen, weil das waren schon... Die Menge war diesmal sehr viel, ne? Weil ich habe ja erste Mal genommen noch Lungen dazu. Sonst nehme ich die Lungen nie dazu. Aber ich muss sagen, schmeckt, schmeckt. Und meine Oma hat auch immer Lunge genommen und hat Brötchen gebraten. Brötchen gebraten? Mhm. Im Fett so leckere Brötchen. Mhm. Mit Innereien drin. Wow. Im Fett gebraten. Oh, die waren lecker. Ach so, das waren solche... Für Chibureki. Chirobeki heißt das? Das heißt, hat die gemacht. Ist das eher so wie Berliner mit Füllung? Ja, nur nicht süß. Nicht süß. Mit Füllung. Mhm. Kann ich auch machen, dir, wenn du magst. Ja, muss man die Kamera hochhalten. Arno, sag mal jetzt nochmal. Jetzt nochmal das Gleiche. Die sind so wie Berliner, ja? Ja. Mein Schatz... Ich glaube, das schneide ich gar nicht raus, weil das so lustig ist. Mein Schatz immer belehrt mich, wie ich filme, aber ich kann mir das nie merken. Manchmal halte ich die Kamera einfach so und rede los. Irgendwas. Nee, ist nicht schlimm. Morgens ist man ja auch noch müde. Ja, immer müde. Ich finde das sowieso toll, dass du immer filmst alles. Ist gut. Danke, Liebling. Danke. Guten Appetit, mein Schatz. Und Schatz, was machst du da? Ui, Schatzi. Das ist diese Kopffleisch, siehst du? Ja. Hier, zum Beispiel Zunge. Siehst du? Ach so, das machst du jetzt alles händisch ab. Ja, dann musst du hier, guck mal, die ganzen Füße, Beine. Und für was machst du das? Nudeln mit Tomatensoße damit, mit dem Fleisch. Ah, okay. Guck mal, wie viel da noch kommt. Ja, die backen. Gehirn habe ich schon getrennt gebraten. Ja. Aber da ist noch sehr leckeres Fleisch, was sehr leckere Nudeln macht. Spaghetti mit Tomatensoße.
Bisschen Parmesan drauf. Guck mal, von da rausgeholt. Gehirn rausgeholt. Hier Backen schon genommen. Sehr schön. Genauso Füße. Zunge ist sehr lecker. Ui, ist mir gerade. Auf jeden Fall voll viel Arbeit. Ein bisschen Arbeit, aber schmeckt gut. No. Danke dir. Und das kriegt der Hund dann, oder was? Ja, ja, der Hund und die Hühner vor allem. Ich hätte gerne Hühner, aber der Hund gibt ja nicht. Da kommt der Stjopka, da kommt der Feißen. Apropos, ich habe das Perlu noch, das muss ich denen geben. Uiuiui, ja. Das ist ja schon fertig. Haben wir gekocht, ja? Ja, klar. Dann gib den Hühnern später, wenn du wenn ich rausgehe, ne? Mhm. Einfach da im grünen Käfig kannst du. Ja, gut. Okay, dann... Ich mach mal weiter. Bis nachher. Danke dir. Danke dir. Hallo. Na du? Wie lange noch? Dauert noch ein bisschen. Ich muss das jetzt noch einstellen. Ich zapfe jetzt hier gerade ab, damit ich den Zuckergehalt messe. Und du, was machst du? Das Video läuft. Ja, läuft. Ich bin nur gekommen zu fragen wegen Mittagessen. Ach so. Ja, gleich. Mittagessen ist in 10 Minuten. Ja, okay. Das kann ich hier stehen lassen. Das okay, kann 10 Minuten. Die grüne Anzeige hier, die zeigt mir, wie viel Alkohol ich, Gehalt ich erwarten kann. Und die steht jetzt bei ungefähr 16. Ja, die ist sogar hier in dem Fall noch ein bisschen hoch. 30,7, 30,6. Das kann gut sein, dass das gut ist. Ich muss jetzt halt mal gucken. Und das solltet ihr auch immer machen, wenn ihr mit bestimmten Hefen arbeitet. Schaut auf die Packung drauf. Aber zu heiß sollte man auf jeden Fall aufpassen. So, jetzt viel gut rühren. Sauerstoff muss jetzt rein. Mmh, lecker. Mmh, das schmeckt immer gut. Lecker, ja, Spaghetti. Mmh. Die sind schon ein bisschen kalt, weil ich habe dir gesagt, in 10 Minuten kommen. Ja, Entschuldigung. Aber lecker. Nicht kalt, ne? Mmh. Alles gut. Mmh. Ja. Tomatensoße. Sehr lecker. Scharf? Scharf. Mhm. Genau das, was man bei so einem nassen Wetter braucht. No, schön. Und Rippen haben wir noch von gestern, nur zwei ich glaub, Stück. Ich könnte noch eine essen, genau. Schatz, dann guten Appetit. Mhm. Super. Vielen Dank, Schatz. Und klappt dein Birkenschnaps? Alles schon fertig. Jetzt muss ich natürlich nach dem Essen. Da bin ich jetzt nicht zugekommen, muss ich alles sauber machen. Cool. Okay, dann guten Appetit zuerst. Vielen Dank dir auch. Gerne.